Der Tag der Tage ist gekommen. Das hier wird das letzte Video von meiner Tischkreissäge sein, denn die wird hier bald nicht mehr stehen und durch eine andere Maschine ersetzt werden. Wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Da wird es ganz, ganz viel Content zur neuen Maschine geben. Da ist nämlich noch einiges dran zu erledigen. Aber ich habe mal gedacht, dass ich das für euch und vor allen Dingen auch für mich machen kann, dass ich dann irgendwann in vielen Jahren nochmal mir dieses Video hier selbst anschauen kann und mir nochmal die Maschine, die ich hier mit mühevoller Handarbeit verbessert habe, dass ich mir das dann halt eben auch nochmal anschauen kann. Also heute werde ich euch nochmal so ein bisschen diese Tischkreissäge zeigen, was mir sehr gut an ihr gefallen hat. Manche Dinge, die vielleicht nicht so ideal waren und genau, wenn dich das interessiert, bleibt unbedingt am Video dran. Also, ich habe diese Tischkreissäge tatsächlich vor, ich glaube, 6 oder 8 Jahren auf Kleinanzeigen gefunden und war mir erst nicht sicher, ob die halt eben gut ist. Dann hat mir zum Glück jemand anderes abgesagt, weil ich wollte mir eigentlich eine andere Maschine anschauen und habe mir deswegen gedacht, komm, die steht bei uns in der Nähe, ich werde mal so mal anschauen. Und als ich sie halt eben vor Ort gesehen habe, habe ich erstmal festgestellt, wie gut die gebaut ist. Also wirklich, die Maschine, die ist damals, als die neu auf den Markt gekommen ist, die gibt es glaube ich seit den 70er Jahren. Da wurde die wirklich für sehr, sehr viel Geld halt eben damals angeboten. Das hat aber auch tatsächlich seinen Grund, denn die ist auch bis heute noch sehr, sehr genau und sie läuft halt einfach sehr, sehr gut. Das ist schon mal so der erste Punkt. Das war damals ein richtiger Glückstreffer. Wie gesagt, man musste einiges dran machen. Das war im Prinzip nur hier dieses Gestell, der Anschlag. Nicht einmal ein Spalker hatte die Maschine. Und deswegen schauen wir uns das erstmal an, was ich damals als erstes verbessert habe. Wir schauen einmal einen Blick hinter die Kulissen. Hier diese Einlegeplatte, die hat man tatsächlich immer nur hier reingelegt. Und hier dieser Spaltkeil, der war damals nicht vorhanden. Da habe ich sogar ganz, ganz früher schon ein eigenes Video dazu gemacht, wie ich hier diesen Spaltkeil gebaut habe. Und den konnte man auch verstellen. Da ist hier unten eine Schraube, das konnte man lösen. Habe ich aber bewusst nie getan, weil ich immer darauf geachtet habe, 315er Blätter zu benutzen, damit der Spaltkeil halt eben immer richtig eingestellt ist. Aber man kann den Spaltkeil anpassen, wenn man kleinere Blätter benutzt. Und das ging schon wirklich sehr, sehr gut. Bei dem unteren, ja, 3/4 hat die immer sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, alles bis 5 cm konnte man hier sehr, sehr einfach einstellen. Nur die letzten 2 cm, damit man halt wirklich die hohe Schnittkapazität auch benutzen kann. Da ging es ein bisschen schwierig, aber braucht man sowieso nicht ganz so oft. Deswegen war das nicht so ein großes Problem. Den Winkel konnte man hier auch verstellen. Dazu hat man einfach hier das Ganze gelöst. Und da gab es auch so eine Eigenheit, denn man musste das Blatt ein Stückchen weiter rausdrehen. Man kann es jetzt gleich erkennen. Ihr seht es jetzt stoßen wir nämlich innen drin an. Man musste das Blatt ungefähr 3 cm rausdrehen, damit man komplette 45 Grad schneiden kann. Das bedeutet, man kann sie nicht ganz versenken. Aber das konnte man tatsächlich generell auch nicht so komplett versenken. Das ist nämlich auch so eine Eigenheit von dieser Maschine. Das Blatt kann man nicht komplett versenken. Das hier ist quasi die tiefste Einstellung und dann steht das Blatt ungefähr immer so 1 cm raus. Bis auf 2, 3 Ausnahmen in dieser ganzen Zeit war das auch tatsächlich nie so ein Riesenproblem. Wenn man Nuten schneiden will, die wirklich sehr, sehr flach sind, dann muss man sich ja einfach ein Opferbrett auflegen. Hat jetzt aber auch wirklich immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, am spannendsten ist tatsächlich auch so ein bisschen der Ein- und Ausschalter, denn hier seht ihr den Einschalter. Das ist hier dieser Grauschalter und das kleine rote Teil hier unten drunter, das ist tatsächlich der Ausschalter. Das bedeutet, man hat die Maschine so eingeschalten und mit hier diesem kleinen roten Schalter hat man das Ganze ausgeschaltet. Im Hintergrund könnt ihr 2 Dinge hören. Die hat keine Bremse. Das war für die damalige Zeit eigentlich relativ normal. Ist auch tatsächlich gar nicht mal so ein großes Problem, weil man greift ja sowieso nicht ans Sägeblatt, weil man kann ja alles an dem Anschlag einstellen. Die Maßgenauigkeit war halt eben da, sodass man im Prinzip einfach die Maschine ausschalten konnte. Hat dann vielleicht den Anschlag ein bisschen verstellt, hat sein Material neu gerückt und konnte die Maschine dann wieder einschalten oder hat sie gar nicht dazwischen ausgeschaltet. Das bedeutet, dass die keine Bremse drin hat, hat nie gestört. Wirklich in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Der komplette Bau der Maschine ist wirklich grandios. Also diese Maschinenoberfläche ist richtig, richtig gut. Wenn man da mal regelmäßig ein bisschen Silberkleid draufgepackt hat, dann hat das auch alles wirklich sehr gut funktioniert. Der Anschlag, seht ihr auch, läuft einfach, wie er halt eben laufen soll. Hier war vorher eine Feineinstellung dran, die war leider ein bisschen verbogen. Das bedeutet, hier war nochmal ein Stellknauf, den konnte man dann feststellen, den konnte man lösen und dann konnte man das Ganze hier im Zehntelbereich nochmal bewegen. Es hat mehr gestört, dass es dann ein bisschen gekeilt hat bei der normalen Anwendung, deswegen habe ich dieses Teil, diese Feineinstellung demontiert. War aber auch wirklich tatsächlich nicht vonnöten. Was auch vielleicht interessant ist, ist die Skala. Die ist hier bei diesem großen Flachstück ist die eingraviert. Und abgelesen hat man sie einfach hier an der Kante. Das bedeutet, man hat zum Beispiel auf 36 das Ganze gestellt und hat das Ganze dann mit dem Riss
auf genau 36 cm eingestellt und das hat auch tatsächlich immer gepasst. Also das ist das Schöne, es hat einfach gepasst. Man musste sich da nicht so viele Gedanken dazu machen. Eine weitere Änderung, die ich hier in dieser Tischkreissäge gemacht habe und die auch schon relativ früh, war der obere Absaugarm. Leute, ich kann es euch wirklich, wirklich nur empfehlen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Zugang zu Metall habt oder ein bisschen was massiver mit Holz anbauen könnt, baut euch so einen Absaugarm. Der verbessert wirklich die Absaugung und ihr benutzt ihn halt auch einfach, weil, wie gesagt, da war gar kein normaler Spaltkeil dran. Das bedeutet, diese normale Spanhaube, die am Spaltkeil fest ist, die hatte ich gar nicht. Und auch wenn sie dran gewesen wäre, hätte ich die sofort demontiert, weil ich finde sowas einfach extrem unpraktisch. Das hier ist richtig geil. Wie hat so der Arbeitsablauf ausgesehen mit dieser Spanhaube? Natürlich habe ich als erstes mal das Sägeblatt auf die entsprechende Höhe gebracht, habe das Ganze runtergedrückt. Und dadurch, dass das hier oben sich immer so ein bisschen verkeilt hat, ist es wirklich der perfekte Abstand gewesen. Und das hier ist richtig, richtig gut in der Absaugung. Ich zeige es euch einmal kurz. So gut wie diese Absaugung funktioniert hat, so schlecht hat die restliche Absaugung nicht funktioniert. Weil da war nämlich auch tatsächlich einiges gar nicht mehr vorhanden. Deswegen war das auch damals ein eigenes Projekt, dass ich die Absauganlage erstmal an die Maschine unten anschließen musste. Und das zeige ich euch jetzt, wie das ausgesehen hat. Das hier war die Klappe. Da fallen immer die ganzen Späne unten rein. Und mittlerweile funktioniert das relativ gut, weil die Absauganlage, die jetzt dranhängt, halt einfach ein bisschen stärker ist. Aber hier dieser hölzerne Kasten musste ich selbst bauen. Und ich habe auch das Ganze bewusst hier oben nicht irgendwie abgedichtet oder sonst irgendwas. Weil das Problem ist halt, wenn die Mutter unten reinfliegt, muss man da relativ schnell wieder drankommen, damit man die wieder hier unten rausfischen kann, um das Sägeblatt halt eben festschrauben zu können. Ich glaube, jetzt wird es wieder spannend, weil das hier sieht man bei neueren Tischkreissägen ja nicht mehr so oft. Und zwar ist das der Innenraum der Maschine. Das ist grundlegend anders, wie es bei neueren Maschinen ist. Bevor ich euch das zeige, aber erst hier nochmal so einen Blick unter die Maschine. Ich habe das mit Schaumstoff hier ausgedrückt, damit halt eben die Luft nicht hier reingesaugt wird, sondern oben am Sägeblatt. Das habe ich tatsächlich rundherum gemacht und das hat sehr, sehr viel gebracht. Deswegen sammelt sich hier unten auch mittlerweile, wie gesagt, auch nochmal wegen der größeren Absaugung, nicht mehr so viel Staub an. Hier links sammelt sich immer so ein bisschen was an. Aber mit der alten Absauganlage war das Teil hier teilweise wirklich bis hier oben hin voll. Da unten war ein kleiner Schlitz. Aber so funktioniert es schon wirklich relativ gut. Was an neueren Tischkreissägen halt komplett anders ist, ist die Absauganbindung. Das bedeutet, hier seht ihr das Sägeblatt und vorne wurde tatsächlich immer relativ viel an dem Sägeblatt vorne durch die Neigung rausgeschmissen. Das hätte man auch abdichten können, aber es hat dann tatsächlich so okay funktioniert. Also man kann es noch optimieren. Ich habe es dann aber tatsächlich irgendwann ein bisschen aufgegeben. Es hat okay funktioniert, wie gesagt. Bei neueren Maschinen wird mich dann oftmals hier so ein kompletter Rahmen um das komplette Sägeband gebaut und dann wird direkt hier unten abgesaugt oder seitlich und das funktioniert dann wesentlich effektiver. So war es halt eben früher gelöst. Hier sehen wir auch übrigens den alten Motor. Der hat einfach immer richtig gut funktioniert. Der hat mehr als genügend Leistung. Ich glaube, der hat 2,2 kW, wenn nicht, hat er sogar noch ein bisschen mehr. Der hat auch bei dickem Material immer ordentlich Leistung gezeigt. Also das hier war wirklich immer mehr als ausreichend. Klitzekleiner Funfact doch am Rand. Ihr seht ja hier die Spanhaube. Das war es hier oben drauf. Das ist übrigens die Einschaltautomatik. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Dazu gibt es ein eigenes Video. Schau dazu einfach auf meinem Kanal vorbei. Aber hier dieser Absaugarm, der sieht vielleicht ein bisschen unförmig geformt aus. Bei der Maschine tatsächlich ja. Wir haben diesen Absaug, also diesen oberen Absaugarm, auch tatsächlich eigentlich für eine andere Tischkreissäge gebaut. Wer sich da noch dran erinnern kann, also dann seid ihr wirklich ganz lange dabei. Das war, als wir die Tischkreissäge von meinem Großvater ein bisschen umgebaut haben und bei dem ersten Test ist leider der Motor durchgebrannt. Deswegen, dieser Absaugarm sollte eigentlich an eine andere Tischkreissäge. Dann wäre nämlich das Ganze hier vorne montiert gewesen. Ja. Wie gesagt, weil die andere leider dann an dem Tag auch kaputt gegangen ist, habe ich einfach das Ganze hier für zweckentfremdet. Deswegen ist das Ganze so gebaut, wie es halt eben gebaut ist. Eine der ersten größeren maschinenbautechnischen Sachen, die ich hier in der Werkstatt gebaut habe, war hier dieser Tisch. Der ist nämlich nicht original, den habe ich komplett selbst gebaut. Und das war wirklich mit einem Abstand das Beste, was ich jemals hier in der Werkstatt gebaut habe, bis jetzt. Denn daraus konnte ich halt eben aus meiner Tischkreissäge fast eine Formatkreissäge machen. Es ist keine Formatkreissäge, weil es kein Formattisch ist, das hier ist ein Schiebetisch. Das verwechseln manchmal Leute, die sagen dann, okay, das hier ist eine Formatkreissäge,
Aber eine Formatkreissäge, die hat halt eben einfach diesen Formattisch, der direkt am Sägeblatt vorbeiläuft. Das hier ist ein Schiebetisch. Aber nichtsdestotrotz habe ich das so gebaut, dass es halt eben einfach richtig gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel hier vorne diesen Abstand so gewählt, dass ich da noch eine USB-Platte ablenken kann. Jetzt sind wir nämlich hier bei 62 cm. Und so kann ich im Prinzip in dem Zustand eine USB-Platte sehr, sehr einfach zuschneiden, also ablenken. Und dann wollte ich das Ganze auch noch so bauen, dass ich Multiplex-Platten, die 2,50 Meter auf 1,25 Meter haben, dass ich die halt eben auch nochmal ablenken kann. Dafür reicht das hier natürlich nicht aus, dafür habe ich mir aber was anderes überlegt. Hierfür kann ich einfach diese Schraube hier von Hand entfernen und kann hier ein Verlängerungsstück reinschieben und kann das Ganze dann hinten nochmal arretieren. Und so hatte ich dann halt eben die Möglichkeit, das Ganze bis ganz hier hinten rauszuschieben. Und damit habe ich auch oft Dinge zugeschnitten. So habe ich mich jetzt die Möglichkeit, 1,25 Meter auf jeden Fall schneiden zu können. Ich könnte Sägeblatt noch ein bisschen runterstellen, dann könnte ich jetzt ungefähr 1,35 Meter ablenken. Und das fand ich wirklich ganz, ganz abgefahren. Hier ein kleiner Fun-Fact, aber das hier, also das hier ist so eine große Ausladung, dass ich sogar die Tischkreissäge schon so ein bisschen zum Wackeln bringen konnte. Aber das hier habe ich, wie gesagt, nur für Plattenmaterialien genutzt, um sie halt eben grob abzulenken. Das fand ich jetzt relativ angenehm. Wir haben jetzt hier natürlich so ein bisschen Flex drin. Das war aber auch nicht so ein großes Problem, denn da habe ich dann einfach hier eine Stütze untergestellt und dann war das schon wieder gar kein Problem. Ich zeige euch mal nochmal so ein bisschen den Mechanismus, denn da bin ich nach wie vor immer noch relativ stolz drauf. Man sieht jetzt hier unten den Ausleger. Dieser dreht sich jetzt über den Scheitelpunkt hinweg. Das funktioniert zunächst einmal so, dass wir da hinten einen Auslegerarm haben. Der sitzt auf einem Axialkugellager und hat dann halt eben einen massiven Drehpunkt. Hier haben wir ein Rohr, was in diesem Rohr gestützt ist. Und da haben wir halt eben einfach ein Andrücklager. Das sehen wir auch, das dreht sich immer fleißig mit. Und das drückt halt eben das Ganze immer nach oben. Das könnte man hier auch immer so ein bisschen einstellen. Und ihr seht, es läuft auch einfach sehr, sehr gut. Hier haben wir dann auch noch mal eine Einstellungsmöglichkeit. Da sitzt auch noch mal ein Axialkugellager drunter, damit halt eben alles sehr, sehr flüssig läuft. Und wie gesagt, gerade in diesem Bereich hier hat einfach alles richtig gut funktioniert. Da war ich richtig happy mit. Ich habe hier noch einen Längsanschlag dran gebaut. Den konnte man unten werkzeugfrei lösen, indem man einfach diese zwei Muttern löst. Und dann konnte man den komplett rausheben. Das ist so eine Kleinigkeit. Ich sehe auch gerade, hier hat sich das ein bisschen gelöst. Das ist eine Kleinigkeit, die würde ich ein bisschen anders machen, dass man das noch einfacher demontieren kann. Aber es ist halt eben so, wie es ist. Es hat trotzdem funktioniert. Es war einfach ein bisschen mehr Arbeit, das Ganze halt eben zu demontieren. Würde ich beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Das, was sich hier auch gerade gelöst hat, schöner Vorführeffekt. Das war die Feineinstellung, dass man diesen Anschlag genau 90 Grad einstellen kann. Dann konnte man das Ganze halt eben hier lösen. Das hier habe ich extra gerändelt, dass es auch wirklich eine Stellschraube ist und konnte das Ganze halt eben so sehr, sehr gut und einfach ausrichten. Diese Anschläge hat man nämlich einfach auf beiden Seiten bündig an das Holz herangedrückt und hat es dann festgezogen. Und so konnte man das Ganze immer schnell werkzeuglos wieder montieren bzw. demontieren. Gerade wenn man Maschinenbau für sich selbst betreibt, merkt man an manchen Stellen, okay, man hätte jetzt noch Tickstunden reinstecken können und es noch ein bisschen verbessern können. Aber wenn es halt eben darauf ankommt, dass man Arbeiten erledigen kann, ist es dann teilweise auch okay, wenn man die anderen Tickstunden nicht investiert und halt eben einfach damit arbeitet, was man halt eben hat. Was meine ich damit? Und zwar ist das hier oben diese Skala. Die habe ich einfach mal aufgeklebt. Habe das Ganze am Anfang ausgerichtet und theoretisch jedes Mal, wenn man das Ganze wieder an der Maschine anbringt, müsste man es vorne am Sägeblatt kratzen lassen, also das Sägeblatt von Hand drehen, den Anschlag weit genug nach rechts schieben, um halt eben das Ganze dann auch maßhaltig, dass man auch die Maßskala auf Millimeter genau nutzen kann, festzustellen. Unterm Strich habe ich das so nie wirklich benutzt. Ich habe dann einfach das Ganze auf dem Holz markiert. Wenn ich dann mehrere Teile auf Länge zuschneiden musste, habe ich mir hier einen Stopper dran gemacht und habe es halt eben abgelenkt. Es hat super gut funktioniert. Würde ich es beim nächsten Mal anders machen? Wahrscheinlich ein bisschen. Aber das wird nämlich passieren, dass ich so einen Schiebetisch hier bauen muss. Gut, wobei vielleicht bei der Tischfräse, aber das sehen wir dann vielleicht mal in der Zukunft.
Ich habe ja noch ein bisschen Restholz, das muss ich noch klein schneiden. Und deswegen zeige ich euch einmal, wie so der Workflow mit diesem Tisch war. Wenn man damit auch zum Beispiel Waldkanten abgelenkt hat, damit sie halt eben kleiner sind und in die Brennholzkiste können. Das zeige ich euch einmal kurz. Als erstes brauche ich hier diese Verlängerung nicht mehr. Wie gesagt, die habe ich ein paar Mal benutzt, da war es auf jeden Fall auch immer praktisch. Jetzt brauche ich sie aber im Moment nicht. Ich habe mir als erstes die Spanhauben ein bisschen nach oben gebracht. Habe meine Brennholzkiste vor die Maschine geschoben. Habe die ganzen Teile, die ich ablenken möchte, hier auflegen können. Und dann ging es auch schon los. Hier habe ich übrigens extra einen Außentisch gebaut. Das war auch gleich so ein bisschen Stauraum, würde ich so in der Art und Weise nicht mehr bauen, weil es sammelt sich halt schon relativ viel Dreck hier drin an. War aber ein schönes Lernprojekt auf jeden Fall. Eine Vorrichtung will ich euch aber noch zeigen, die ich relativ oft benutzt habe, gerade wenn ich so 80, 90 cm langes Massivholz zugeschnitten habe. Kommt das hier erstmal runter. Und zwar war das hier dieser Besäumschlitten. Hier konnte ich dann halt eben immer relativ einfach mein Holz einlegen. Hab's vorne in den Keil gedrückt und konnte sehr, sehr schnell und einfach die Waldkante abschneiden. Habe ich auch sehr, sehr oft benutzt. Wenn ich den ein bisschen mehr benutzt habe oder gerade bei noch längeren Stücken, habe ich hinten natürlich auch immer einen Rollbock untergelegt, damit das Ganze hier oben nicht kippelt. In diesem kurzen Video wollte ich euch noch einmal meine schöne Rapid PK 100 Tischkreissäge zeigen. Das ist schon mittlerweile eine richtige Rarität und ist eine richtig gute Maschine. Also wenn ihr mal über so eine Maschine stolpert, dann könnt ihr ruhigen Gewissens euch sowas halt eben zulegen. Die sind auch nicht so groß. Die ist, glaube ich, von den Abmaßen ähnlich wie diese Bosch GTS 10 oder wie sie heißt. Und genau, ist dafür aber um einiges massiver. Und was hier auch das Schöne ist, ihr bekommt es auf jeden Fall auch in den Keller reingetragen, weil ihr könnt einfach hier oben diesen Maschinentisch demontieren. Der wiegt um die 80 Kilo. Den kann man mit zwei Leuten gerade noch so tragen. Und unten das Gehäuse, das ist relativ leicht. Das kann man sogar allein schon tragen. Und das bedeutet, wenn ihr so eine Maschine findet, euch vielleicht auch so einen Absaugarm selbst baut, dann habt ihr eine richtig gute Tischkreissäge mit einer guten Absaugung oben. Die untere Absaugung kann man selbst ein bisschen verbessern. Der Anschlag funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und was auch super wichtig ist, ihr habt einen richtig guten Maschinentisch. Also, die gute Tischkreissäge. Viele, viele Schnitte habe ich mitgemacht. Ich bin super gespannt auf die neue Maschine. Morgen werden wir sie wahrscheinlich abholen. Und wie gesagt, da ist noch einiges an Arbeit dran zu erledigen, dass die auch eben gut dasteht und gut funktioniert. Ein Riemen ist zum Beispiel auch runtergerutscht bzw. weg. Denn die Maschine hat auch einen Vorritzer, aber das will ich euch dann in dem nächsten Video zeigen. Also abonniere unbedingt den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Das soll es für heute gewesen sein. Ein bisschen traurig, ne? Damit habe ich angefangen, richtig viele Möbel zu bauen. Auf dieser einfachen Tischkreissäge. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke euch hier natürlich wie immer zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.